Ja, hallo, ich bin der David Schmidt vom Bergischen HC und ich freue mich heute, dass ich euch zeigen darf, wie man beim Handball schnelle Beine bekommt. Wie ihr wisst, braucht man das sehr viel in Abwehr sowie auch Angriff. Wir haben ein sehr schnelles Spiel. Wir fangen an, durch ein paar Reifen durchzugehen. Das können auch alte Fahrradreifen sein, also könnt ihr euch auch ganz einfach zu Hause in den Hof legen. Ja, jetzt fangen wir erstmal mit einer Basisübung an. Also wir machen das wirklich vor jedem Training oder nach dem Warm-up machen wir das immer. Will der Trainer das? Uns nervt das manchmal, aber ich denke, das gehört dazu, dass man nochmal die Beine ein bisschen aktiviert, bevor es dann ins richtige Training geht. In jedem Reifen machen wir zwei Kontakte. Wichtig dabei, die Arme mitnehmen. Und das sollte so sein, dass man relativ leichtfüßig drüber geht. Das heißt, die Geräuschkulisse sollte nicht zu groß sein. Wir machen sicher so an die 8 bis 10 Durchgänge und dann sind wir richtig bereit fürs Training. Ja, jetzt kommen wir schon zu einer Übung, wo die Beine ein bisschen seitlich auch arbeiten müssen. Also wir werden jetzt in jedem Reifen zwei Kontakte machen, gehen dann seitlich weiter zum nächsten Reifen und immer so weiter und werden danach dann die Seite wechseln, weil wir natürlich an beiden Seiten schnell sein wollen. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Ja, jetzt kommen wir zur nächsten Übung. Jetzt werden wir schon ein bisschen in die Seitwärtsbewegung gehen. Das bedeutet, wir machen pro Reifen zwei Kontakte, gehen dann seitlich mit einem Kontakt raus und dann wieder in die andere Richtung auch wieder mit zwei Kontakten. Wieder mit einem Schritt raus und weiter wieder mit zwei Kontakten. Ich denke, jetzt sind wir richtig warm. Auch ich bin ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass wir richtig warm werden. Das heißt, wir ziehen jetzt noch Sprints an. Dafür nehmen wir dann einen Reifen weg. Den können wir weglegen. Fangen dann an, gehen an Anfang der Reifen. Das bedeutet dann, wir stellen uns seitlich hin, machen jeweils zwei Kontakte in den Reifen. Und beim letzten Reifen machen wir einen Überkreuzschritt und gehen dann in den Vollsprint. So, jetzt kommen wir zur letzten Übung. Finde ich eine sehr, sehr wichtige Übung, gerade wenn man Abwehr spielt. Ich denke, man sieht schon, dass das klassische Abwehrdreieck. Das heißt, wir machen jetzt schnelle Vorwärtsbewegung, schnelle Rückwärtsbewegung, zweimal Sidesteps hier in der Mitte und ganz wichtig dabei, kurze, aber sehr schnelle Schritte. So, als groben Anhaltspunkt hatten wir es so, dass wir 30 Sekunden lang Belastung hatten, dann 20 Sekunden Pause, dann wieder 30 Sekunden. Das Ganze haben wir 6 Mal gemacht. Und das ist gerade wichtig, vielleicht wenn man eine Pause hat, vielleicht die Winterpause oder Sommerpause, dass man, bevor man in die Halle kommt, sich wieder auf diese kurzen, schnellen Bewegungen gut vorbereitet, sodass man hoffentlich dann keine Verletzung erleidet, wenn man wieder auf dem stumpfen Hallenboden arbeitet. So, ich hoffe, ihr seid dann auch so verausgabt wie ich, wenn ihr das gemacht habt. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wie man die Beine schnell kriegt und wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen.